Hallo zusammen. Ja, Manu, was lese ich da? Du bist schon müde. Dann machen wir dich gleich mal wach. Ja, schön, dass du trotzdem dabei bist und auch alle anderen. Wieder Montag und ja, legen gleich los. Ich hoffe, die anderen sind nicht so müde. Danach dürft ihr gerne müde sein, nach der Stunde. Aber vorher jetzt nochmal aufrappeln. Und alle Energien nochmal mobilisieren. Vielleicht wird es im Laufe der Stunde ja auch besser und ihr werdet wacher. Ja, dann gehe ich schon mal auf meine Matte. So, wie stellst du dich hüftgelenksschmal auf. Spür erstmal wieder den Boden unter den Füßen, richte dich auf, spür mal richtig in deine Beine hinein und spür, wie deine Fußsohlen auf der Matte aufliegen, welche Stellen etwas mehr in die Matte sinken, welche etwas weniger. Die Knie lässt du leicht gebeugt, du ziehst jetzt schon den Bauchnabel nach innen, aktivierst dein Powerhouse, ziehst den Bauchnabel ganz fest nach innen und das Schambein ziehst du ganz leicht zum Bauchnabel, sodass das Becken ganz leicht angekippt wird. Dein Brustbein schiebst du nach vorne. Und dann merkst du, wie automatisch deine Schultern nach hinten, unten gehen, deine Arme ganz locker seitlich am Körper abhängen. Und dann ziehst du dein Kinn zum Kehlkopf und machst deinen. Du atmest ganz tief durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aus. Und du atmest weiter. Denk an deine Brustkorbatmung, die Rippenbögen. Aber bei der Einatmung auseinander und bei der Ausatmung wieder zusammenziehen. Tief ein- und ausatmen. Noch zweimal. Und einmal ganz bewusst. Dann atmest du ganz ruhig und regelmäßig weiter und wir kommen erstmal zur Mobilisation deines Nackens. Du drehst den Kopf einmal nach rechts und schaust über die Schulter und kommst über die Mitte nach links. Idealerweise beim Drehen ausatmen und beim nach vorne kommen einatmen. Lass dir ruhig Zeit. Lieber wieder ganz bewusst und kontrolliert atmen. Denk an deine Beckenkippung. Denke an dein Brustbein und an den langen Nacken. Noch einmal zu jeder Seite. Und dann kommst du bitte an. Du ziehst das Kinn noch etwas mehr zur Brust und hebst den Blick zur Decke. Und tief gehen. Ausatmen. Nach oben kommen. Einatmen. Zweimal ausatmen, einatmen, nach oben schauen. Letztes Mal ausatmen tief, nochmal einatmen, Blick zur Decke und dann kommst du zurück zur Mitte und richtest dich wieder ganz gerade auf. Ruhig mal übertrieben nach oben ziehen, die Krone deines Kopfes ganz nach oben zur Decke. Und dann gehst du nochmal mit dem Kopf nach rechts und jetzt mit dem Kinn über die Brust nach links. Und du wechselst die Seite. Lass deine Knie ruhig leicht gebeugt und nochmal zur anderen Seite. Noch einmal nach rechts und noch einmal nach links. Und dann kommst du wieder zur Mitte und richtest dich ganz gerade. Jetzt lässt du das rechte Ohr zur rechten Schulter sinken. Und kommst über die Mitte zur anderen Seite. Links Ohr geht zur linken Schulter. Achte darauf, dass beide Schultern auf einer Linie bleiben. Du kommst in eine fließende Bewegung, mach das aber bitte ganz langsam und spüre jeweils die leichte Dehnung seitlich im Nacken. Und wieder einatmen hier oben, ausatmen tief. Einatmen, ausatmen. Ein und aus. Noch einmal zu jeder Seite. Und zur anderen Seite. Und lösen. Kreisen wir mit den Schultern zurück.
große Kreise. Noch zweimal. Noch scheint die Sonne heute, aber morgen wird es stürmisch, habe ich gehört und gelesen. So. Und mal locker lassen. Jetzt schlägst du die Arme mal ganz locker erst vor und zurück gegeneinander. Ganz locker schwingen. Knie immer mitnehmen, beugen, beugen, beugen. Auch hier ganz locker. Jetzt wirst du etwas weniger dynamisch und führst die Arme mit Kraft. Der Daumen zeigt zur Decke und dein Körper bleibt jetzt mal ganz ruhig. Die Knie bleiben in dieser leichten Beugung. Ansonsten bist du ganz stabil. Atmen. Die Arme führen jetzt. Wird nicht mehr geschwungen, sondern geführt. Und jetzt ziehst du im Wechsel einen Ellbogen nach hinten, der andere Arm wird nach vorne gestreckt und wechseln. Und wechseln. Immer noch stabil im Rumpf, im Körper. Aus, Atembein zurückziehen. Und. So ungefähr auf Schulterhöhe, Brust, Schulterhöhe. Ganz bewusst hier auch wieder das Schulterblatt nach hinten ziehen. Spür das in deinem Rücken. Und noch einmal pro Seite mit ganz stabilem Körper und Rumpf. Jetzt kommst du in eine Rotation und schaust hier dem Ellbogen nach. Diese Rotation ist allerdings nur im Oberkörper. Dein Becken bleibt immer noch ganz stabil. Richtig schön ziehen. Spür, wie das Schulterblatt Richtung Wirbelsäule geht. Feste ziehen. Und nochmal links. Und jetzt drehst du das Becken mit. Kommst du weiter nach hinten, du drehst den ganzen Körper. Komm in eine fließende Bewegung, der eine Arm geht nach vorne, der andere Ellbogen zieht weit zurück. Noch 4, 3, 2, noch einer und löse. Und nochmal locker schwingen die Arme. 4, 3, 2 und auspendeln lassen. Jetzt nimmst du die Arme einmal zur Seite und wieder tief. Auch hier Spannung in die Arme. Richte dich wieder ganz stolz auf. Und tief und hoch. Zur Seite, schieb die Fingerspitzen von dir weg und wieder tief. Hoch und tief. Im Wechsel. Jetzt ein Knie nach oben. Und wieder absetzen den Fuß. Und wieder hoch. Und während du das ganz langsam machst, rollst du den Fuß hier richtig von hinten nach vorne ab. Und wieder umgekehrt, von vorne nach hinten wieder zurück. Und abrollen den Fuß. Und abrollen. Ganz bewusst auch hier aufsetzen und anheben. Sehr gut. Einatmen, aus. Noch einmal im Wechsel. Nochmal links. Oben wieder kurz halten durch die Hochspannung. So, und jetzt hältst du rechts oben. Du gehst in so einem Halbkreis jeweils nach außen und nach innen. Die Arme hältst du auf der Seite. Mit dem Knie zeichnest du diesen Halbkreis. Beweg das Bein in der Hüfte. Und lass das Knie möglichst weit oben. Noch 4, 3, 2, 1 noch. Und dann nochmal zur Mitte kommen, kurz halten und lösen. Erstmal die Schultern kreisen. Schon anstrengend, die Arme so auf der Seite zu halten. Dann nochmal die Arme hoch und die andere Seite. Und du gehst wieder im Halbkreis nach innen und außen. Wie so ein Scheibenwischer. Standbein wieder leicht gebeugt. Jawohl. Super. Komm, noch 4.
Spannung in die Arme. 3, 2 und einer noch. Kommst du nochmal zur Mitte, hältst kurz, richtest dich nochmal auf und langsam lösen, kreise wieder mit dem Schritt. Sehr gut. Jetzt nimmst du die Arme einmal hinter dem Kopf, über Kreuz und einmal hinterm Gesäß. Also, ich zeige es mal von der Seite, wir sind so schräg. So, jetzt achte mal drauf, wenn du hier kreuzt, ist jetzt mal die rechte Hand dichter am Kopf und die rechte Hand direkt am Gesäß und umgekehrt. Die linke Hand dichter am Kopf und die linke Hand dichter am Gesäß. Immer wechseln. Rechte Hand. Rechte Hand. Musst du immer direkt wechseln. Ne? Links. Sogar nachdenken. Eieiei. Und rechts. Und rechts. Und links. Und links. Und wieder rechts. Rechts. Oben muss ich mehr nachdenken als unten. Geht es euch auch so? Unten geht es automatischer. So, jetzt hältst du mal oben. Und jetzt mal share. Bisschen schneller. Lass deine Schultern tief. Einmal auch wieder Hand wechseln. Dran denken. Jawohl. 4, 3, 2, langer Nacken. Und hinter das Gesäß das gleiche. Schere. Einmal ist die rechte Hand dichter am Gesäß, einmal die linke. Schulter nochmal tief, richte dich auf. Noch 4, 3, 2. Lösen, Schulter nochmal gegeneinander kreisen. Wir machen das gleiche nochmal, nehmen aber etwas dazu. So, du gehst nochmal mit den Armen. Scheren hinter dem Kopf und am Gesäß. Auch hier wieder drauf achten, rechte Hand, linke Hand. So, jetzt Achtung, wenn du tief gehst, gehst du in einen leichten Squat. Und wieder hoch, jetzt ist die rechte Hand am Kopf, rechte Hand am Gesäß. Linke Hand am Kopf, linke Hand am Gesäß. Und nochmal, rechts und links. Rechts und links. Und rechts, links, letzte Runde, rechts und nochmal links. Halte hier unten, jetzt streck die Arme nach hinten, ich zeige es von der Seite und nochmal scheren übereinander. Tief halten, jawohl. Streck dein Brustbein, den Nacken lang. Noch 4, noch 3, noch 2 und stütze dich ab, mach den Rücken rund und zieh ihn gerade und nochmal rund und gerade. Zweimal rund und gerade. Letztes Mal roll dich auf. Sehr schön. Und richte dich wieder auf, öffne den Brustkorb. So, jetzt setzt du deinen rechten Fuß nach vorne, den linken, wenn du kannst, direkt dahinter, sodass deine linke Fußspitze die Ferse berührt. Knie locker, richte dich auf. Versuch jetzt in eine Pendelbewegung zu kommen. Und zwar so, dass du vorne die Fußspitze anhebst und hinten die Ferse. Ja, wenn du direkt hintereinander stehst, brauchst du eine ordentliche Rumpfspannung. Und die wollen wir ja haben. Ne? Okay, schön. Vor, zurück, pendeln. Ansonsten bleibst du ganz aufrecht. Die Arme lässt du locker hängen. Noch 4, 3 für die Rumpfspannung. Bauch rein, Brust raus. 2. So, Achtung, jetzt bleibst du mal hier vorne. Bleib mal hier vorne. Belaste jetzt den vorderen Fuß. Und hebe hinten
das hintere Bein, den hinteren Fuß an. Pointe den Fuß. Nimm die Arme in eine Außenrotation und halte sie hier. Du beschreibst jetzt mit dem Fuß einen Halbkreis, indem du hier einmal zur Seite tappst und umgekehrt. Und tap und ups, tap und tap und tap. Einen Halbkreis. Versuch das etwas höher zu nehmen, das Bein. Hoch und tief. Ich muss ein Stück nach vorne, ihr macht weiter, sonst kommt ihr an die Wand. So, und nochmal hoch und hoch. Immer einen kurzen Tap auf der Matte. Halte die Spannung. Noch zweimal. Brustbein bleibt angehoben. Achtung, du kreuzt jetzt mit dem linken Fuß den rechten und kommst hier jetzt mal auf die Außenkante des Fußes, greifst hier das Handgelenk hier oben und ziehst jetzt zur linken Seite. Der linke Fuß ist auf der Außenkante. Auch hier ist es etwas wackelig, aber bleibe hier. Für 4, 3, 2 und jetzt den Fuß nochmal ganz absetzen und nochmal ziehen. Atmen. Langsam lösen, komm zurück, senke die Arme ab und komm in den Parallelstand und erstmal die Beine kurz locker. Andere Seite. Linker Fuß ist vorne, der rechte Fuß berührt mit dem großen Fußzehen die Ferse des linken Fußes. Und auch hier wieder diese Pendelbewegung, aber erstmal aufrichten, Brustbein wieder nach vorne, Bauch rein und du kommst in die Pendelbewegung. Vorne mal die Fußspitze anheben, hinten mal die Ferse. Auch hier erst nochmal Rumpfspannung aufbauen. Konzentration. Schon dieses Pendeln nicht so einfach. Jawohl, sonst stell die Füße etwas versetzt. Dann noch 4, 3 und eine Seite geht auch immer besser, merke ich selbst. Okay, jetzt bleibst du vorne auf dem Fuß, komplett belastet. Nimmst die Arme wieder in eine Außenrotation und hebst hinten den Fuß wieder an, pointest den Fuß, Bein ist gestreckt. Und jetzt gehst du wieder in so einen Halbkreis. Erstmal einen kleinen Halbkreis beschreiben, von der einen zur anderen Seite. Wenn du dich sicher genug fühlst, darfst du gerne das Bein mehr anheben, noch größer werden in diesem Halbkreis. Und hoch und tief. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und noch eine. Und dann bleibst du wieder hier, kreuzt die Füße, bleibst hier auf der Außenkante des rechten Fußes, nimmst die Arme nach oben, fasst das Handgelenk und zieh zur rechten Seite. Auch das ist ein bisschen wackelig. Anspannen alles. Und dann setzt du jetzt den rechten Fuß ganz ab und ziehst nochmal kräftig zur Seite. Dehnung der Flanke. Für 4, 3, 2 und langsam löse. Okay, löse, entkreuze deine Füße. Nochmal lockern, trink einen kleinen Schluck, denn jetzt gehen wir Richtung Matte nach unten. Du stellst dich an das Ende deiner Matte, richtest dich noch einmal ganz groß auf und dann kommen wir zum ersten Rolldown, du kommst langsam mit dem Kinn zur Brust. Rollst dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Lass die Arme hängen. Bis du kurz mit den Fingerspitzen über der Matte bist und dann rollst du dich langsam mit Bauchspannung noch einmal nach oben auf.
Schön langsam, Wirbel für Wirbel. Mobilisieren erst einmal die Wirbelsäule. Schieb deinen Brustbein nach vorne, dass deine Arme wieder hier an der Seite gut abhängen können. Und dann rollst du dich nochmal nach unten ab, Wirbel für Wirbel. Bis du wieder mit den Fingerspitzen kurz über der Matte bist. Und hier lockerst du dich nochmal aus, lässt die Arme hängen, ausschütteln, den Kopf nochmal schütteln. Dann setzt du deine Fingerspitzen auf und wanderst in 4 Schritten nach vorne in eine Planke. Platziere deine Hände unter deine Schultern, breit gefächert. Aktiviere dein Powerhouse. Schieb dich aus der Matte heraus, die Schultern drehen weg von den Ohren. Und deine Fersen schieben nach hinten. Jetzt hebst du im Wechsel einen Fuß an und tippst einfach hier auf die Ferse. Immer im Wechsel. Mach das aber so langsam und bewusst, dass du ganz stabil bleiben kannst in deiner Planke. Ansonsten hältst du die Planke. Das ist auch okay. Noch 4-mal pro Seite. Noch 3. Nicht schneller werden. Ruhig halt die Spannung. Noch 2. Sehr schön. Denk an die Spannung im Kopf. Einen letzten noch pro Seite. Und nochmal kurz halten. Dann setzt du nacheinander die Knie ab und kommst einmal kurz in den Fersensitz. Durchatmen. Komm wieder nach oben. Komm noch einmal in die Planke. Und jetzt bringst du den rechten Fuß hinter den linken. Du bleibst auf den Fußspitzen in der Planke. Und jetzt schiebst du dich in das umgedrehte V. Und du kommst wieder nach unten. Planke. Und wieder ins V. Und noch 2-mal. Planke und V. Und Planke und V. Komm zurück mit dem Fuß, setz die Füße parallel und schieb dich nochmal in das umgekehrte V mit dem Steißbein zur Decke. Und komm jetzt zurück in die Planke und wechsel den Fuß. Linker Fuß kreuzt den rechten. Und du schiebst dich wieder in das V. Komm zurück in die Planke. Und V. Und Planke. 2-mal. V. Planke. Letztes Mal. V. Und die Planke. Und noch ein letztes Mal ins V. Setz die Füße wieder parallel, schieb deine Fersen in den Boden. Mach dich nochmal lang im Rücken. Komm zurück in die Planke und entweder über den Vierfüßlerstand oder wie ein Brett nach unten in die Bauchlage. In der Bauchlage streckst du die Arme nach vorn. Die Füße legen auf dem Spann ab und du hebst jetzt im Wechsel. Einmal die Arme ablegen wieder und einmal die Beine bis zum V geöffnet und wieder tief. Und die Arme plus Oberkörper, wenn du magst, und die Beine. Schön durchstrecken die Beine. Und lange Arme und die Beine. Die Arme und die Beine. Achte auf den langen Nacken und hoch. Und hoch. Arme und Beine. Noch 4-mal jeweils. Atmen. Mehr will ich im Moment gar nicht von dir. Ist ja noch relativ bequem, ne? So, ein letztes Mal noch. Dafür möchte ich schöne gestreckte Beine. Und hoch. Und setz die Hände neben deinen oder unter deinen Schultern vielmehr auf und drück dich nach oben in den Vierfüßlerstand. Mach den Rücken erstmal ganz gut.
durchatmen. Komm in eine neutrale Position und strecke jetzt dein linkes Bein nach hinten. Legst ebenfalls den Fuß hier auf dem Spann ab. Deine rechte Hand geht hier unter dem Stammarm durch und kommt zum inversen Fliegen und du öffnest den Arm nach oben. Du gehst wieder tief und gehst hoch. Stammarm immer leicht gebeugt. Tief und hoch. Und noch einmal, dann, wenn du möchtest, eine Erweiterung. Du gehst tief und wenn du jetzt hoch gehst, kreuzst du mit dem gestreckten Bein das gebeugte Stammbein. Und gehst wieder zurück. Tief und wieder kreuzen. Aufdrehen. Tief zurück. Aufdrehen. Noch einmal. Tief. Und nochmal. Halte mal hier. Halte mal dieses Verdrehte. Für 4, 3, 2 und langsam zurückkommen, Fuß zurückholen, Rücken rund machen. Die Seite, rechtes Bein streckt, linker Arm geht hier durch und aufdrehen. Schau der Hand nach und tief und hoch. Viel Spannung im Rumpf. Ausatmen und atmen. Und aus und ein. Wenn du magst, geht jetzt der Fuß, das Bein wieder mit. Tief gehen, ausatmen. Beim Einatmen öffnen, hebst du das gestreckte Bein über das gebeugte drüber. Und kommst wieder zurück. Ausatmen. Einatmen und aufdrehen. Das ist eine richtig schöne Verdrehung hier der Wirbelsäule. Die mag das. Noch zweimal. Und wieder. Hier hoch und ein und den hältst du dann wieder kurz. Halte für 4, 3, 2 und komm zurück und komm nach oben gerollt in den Kniestand. Hier nimmst du die Knie etwas weiter auseinander und jetzt achtest du auf die Rumpfspannung, auf die Bauchspannung. Dass dein Powerhouse aktiv ist und dass dein Schambein zum Bauchnabel gezogen bleibt. Jetzt ganz wichtig. Die Arme nimmst du nach oben und du fängst an, so eine große Scherbewegung zu machen. Schultern bleiben tief. Und während du diese Scherbewegung machst, kommst du, wenn du magst, mit dem Oberkörper etwas weiter nach hinten. Aber Achtung, bitte nicht das machen, sondern hier die Aktivität halten. Weiter Schere, komm zurück. Komm wieder nach oben. Und tief einatmen, beim Ausatmen wieder zurück. Beim Einatmen wieder hoch. Und wieder ausatmen, zurück. Einatmen wieder hoch. Ein letztes Mal. Ausatmen, zurück. Spürst du vor, dass deine Oberschenkel sehr gut und wieder zurück und lösen, setz die Hände auf und komm wieder in den Vierfüßlerstand. Du streckst jetzt im Wechsel ein Bein nach hinten, einmal rechts und einmal links. Und wieder rechts und nochmal links. Jetzt streckst du nochmal rechts nach hinten und hältst hier. Halte, ganz weit gestreckt. Jetzt drehst du mit der Hüfte auf und kommst wieder zurück. Und wieder aufdrehen und zurück. Aufdrehen, zurück. Und wieder ganz weit aufdrehen, Beckenknochen hoch. Noch viermal. Noch drei. Noch zwei. Noch einen, halte nochmal hier unten, zieh das Bein nochmal ran und strecke es nochmal. Ranziehen, strecke, ranziehen, strecke,
Letztes Mal ran und nochmal strecken, halte. Beckenknochen auf einer Linie. Bein absetzen und im Wechsel. Links strecken, ranziehen, rechts voll. Mach die schön lang in der Wirbelsäule. Nochmal links und nochmal rechts. Nochmal links, halte, halte. Auch hier wieder. Aufdrehen, Beckenknochen geht nach oben, dreht zurück. Dreh auf und zurück. Hoch und tief. Hoch und tief. Noch viermal. Ausatmen, ein. Noch drei. Ausatmen, ein. Noch zwei. Einen letzten. Bein schön gestreckt. Spannung halten, zurückkommen, stopp. Zieh das Bein ran, streck es weg. Zieh es ran, streck es weg. Noch zwei. Noch einen. Nochmal halten. Zurückkommen, absetzen. Kurz in den Fersensitz. Und die Handgelenke entlasten. Roll dich noch einmal nach oben auf in den Kniestand. Bring nochmal die Knie etwas weiter auseinander. Das Gesäß weiter zurück. Mit langen Rücken, langen Wirbelsäulen. Der Kopf, Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule. Und jetzt nimmst du beide Arme langsam nach vorne. Spüre, wie die Kraft im Bauch und im Rücken kommt. Halte diese Position so, dass du wirklich kurz vorm Umkippen bist. Die Arme befinden sich neben deinen Ohren. Und jetzt kommst du hier in so eine Swimming-Bewegung mit den Armen. Hacken, hacken. Halte die Spannung. Halte, komm. Vier. Drei. Zwei. Und nochmal nur halten, die Arme nochmal strecken. Komm nochmal zu dem Punkt, der dich am meisten fordert. Bauch fest. Halte vier. Drei. Zwei. Und die Hände absetzen. Mach den Rücken nochmal ganz rund. Und lass durchhängen. Und nochmal rund. Durchhängen. Zweimal rund. Ausatmen ein. Letztes Mal. Komm in eine neutrale Position. Und jetzt kommst du in einen Z-Sitz. Das heißt, Beine sind so hintereinander gestapelt quasi. Das vordere Bein hier gebeugt, das hintere gebeugt. Du bist deinen Fuß erstmal hier an der Vorderseite, Oberschenkel. Und jetzt platzierst du mal beide Hände neben dem vorderen Knie. Du streckst jetzt mal das hintere Bein lang. Deine Hände sind breit gefächert aufgesetzt. Du ziehst dich lang in der Wirbelsäule. Und jetzt machst du Push-Ups. Das heißt, du weißt, die Push-Ups sind mit dem Ellbogen ganz eng am Oberkörper. Du gehst tief und hoch. Tief und hoch. Wenn du willst, nimm das gestreckte Bein mit. Tief, Bein geht nach oben und wieder hoch. Tief, hoch. Noch vier, Ellbogen eng am Körper. Noch drei. Noch zwei. Ein letzter und komm nach vorne und bring deine Fußsohlen mal zusammen, fass deine Füße und mach den Rücken mal ganz rund. Gerne mal hier so ein bisschen wippen, mit den Knien nach außen, durchatmen. Alles gut, dann kommen wir zur anderen Seite in den Sitz. Das heißt, auch hier wieder hintereinander gestartet und du kommst über dein gebeugtes Bein mit den Händen wieder auf die Matte, streckst wieder das hintere Bein lang und richtest dich wieder auf. Stolze Haltung. Ellbogen eng am Körper für den Push-Ups. Komm, du gehst erstmal tief und wieder hoch. Tief und hoch. Wenn du willst, nimm das Bein mit. Bein geht hoch.
Und du kommst zurück. Durchgestrecktes Bein. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Einer noch. Das war jetzt eine aktive Erholung, ne? Und dann kommst du in den Sitz. Und wir machen ein bisschen was für den Bauch. Den Scheibenwischer. Und zwar gehst du mit deinem Rücken in einer C-Form, so etwas weiter nach hinten. Nimmst einfach die Hände hier mal überkreuzt vor die Brust und bringst mal deine Beine schön eng geschlossen. Die Füße einmal rechts und einmal links zum Boden. Oh, hoch, hoch und wie so ein Scheibenwischer. Wenn es zu schwer ist, setz die Hände hier ab und mach das. Ist auch okay. Das geht auch. Ansonsten, wie gesagt, die Hände vor die Brust ist ein bisschen schwerer. Vor allen Dingen, wenn du die Knie geschlossen lässt. Mach deinen Bauch noch ein bisschen warm. Und noch einmal zu jeder Seite. Und dann lässt du die Füße hier und drehst dich einfach in den Sitz. Wenn du magst, noch mal einen Schluck trinken. Das mache ich jetzt auch. Und dann kommen wir in die Rücklage. Das heißt, du hältst dich an einem Bein fest und rollst dich langsam nach hinten ab. Zentrierst dich auf deiner Matte, die Füße und die Knie so eine Handbreit Platz dazwischen. Wir kommen ins Bridge. Du kommst ganz langsam erstmal in die Beckenschaukel. Beim Ausatmen Schambein ranziehen, beim Einatmen wegschieben. Die Füße drücken fest in die Matte hinein. Noch zwei. Und beim nächsten Mal rollst du dich hier ausatmen komplett nach oben auf. Schön langsam aufrollen. Die Füße öffnen noch mal etwas näher zum Gesäß platzieren. Und dann hebst du ein Bein mal gebeugt an und streckst es zur Decke mit der Ferse nach oben zuerst und beugen und wieder abstellen. Und das andere Bein. Hoch, Fußsohle schiebt zur Decke, zurück und absetzen. Achte darauf, dass die Hüften noch auf einer Linie bleiben, das Gesäß bleibt fest, rechts, strecken, zurück, absetzen. Links, strecken, mit der Fußsohle zur Decke. So, Achtung, jetzt haben wir sie gemacht, jetzt schiebst du den linken Fuß fest in die Matte und bleibst mal hier, streckst, beuge und bis kurz über den Boden, ohne abzusetzen, wieder hoch, strecken, beugen, tief. Achte auf das linke Knie, schiebt nach vorne. Und tief. Hoch, strecken, und bis kurz über den Boden. Und noch zweimal. Sehr gut. Noch einmal. Absetzen. Rechten Fuß fest in die Matte schieben. Vorsichtig wechseln. Knie ran und hoch beugen, kurz über den Boden. Und gleich wieder hoch, strecken, Fußsohle zur Decke. Rechts Knie schiebt nach vorne. Noch vier. Noch drei. Geht noch? Klar. Noch zwei. Einer noch, ne? Gesäß immer nach oben. Klar, langsam absetzen, ganz kontrolliert und kontrolliert nach unten abrollen. Nacheinander die Beine nach oben nehmen und mal kurz Richtung Brust ziehen die Knie. Lass die Beine in einer Tabletop-Position, die Arme liegen neben dem Körper. Du kommst jetzt im Wechsel zu einem Single-Leg-Tipp, der Bauch ist fest angezogen. Ausatmen, tap, einatmen, zurück. Tap, zurück. So, während du das machst, nimmst du jetzt im Wechsel
Wenn du jetzt mit dem rechten Fuß tappst, den linken Arm nach hinten und wieder zurück. Der Daumen zeigt jetzt zur Decke jeweils. Immer im Wechsel. Die Handkante setzt du wieder auf. Jawohl, immer wechseln. Das Ganze ist etwas dynamischer. Und wenn du magst, kannst du auch den Kopf und Schultergürtel anheben für noch mehr Spannung im Bauch. Und wenn du noch mehr magst, dann tappst du mit der Fußspitze weiter vorne auf. Ein Stück weiter nach vorne. Tipp. 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 Sehr gut. Gib mir noch 8 Wiederholungen. 8. Lass den Bauch fest. 7. 6. 5. 4. 3. Du kannst jederzeit den Kopf wieder ablegen. Letzter und ablegen und die Beine nacheinander wieder abstellen. Die Handflächen zeigen wieder zur Matte. Du legst die Arme erstmal ab. Jetzt kommst du wieder in die Beckenschaukel. Du schaukelst vor und zurück, wie gehabt. Beim Ausatmen ranziehen, beim Einatmen wegschieben. Und noch einmal, dann rollst du komplett auf. Sehr gut. Wenn du oben bist, öffnen wir nochmal die Füße etwas näher zum Gesäß mit den Fersen. Jetzt nimmst du die Arme nach hinten mit den Daumen Richtung Boden. Du schiebst den linken Fuß fest in die Matte hinein. Das rechte Bein streckst du auf, fast auf der Matte schwebend, sozusagen über der Matte schwebend. Gehst du mit gepoltetem Fuß hoch, mit geflextem Fuß tief. Gepointeter Fuß hoch, geflexter Fuß tief. Achtung, die Arme gehen mit vor, wenn du hoch gehst, und nach hinten, wenn du tief gehst. Knie schiebt nach vorne. Und hoch und tief. Und hoch und tief. Linken Fuß fest in die Matte schieben. Atmen. Das Bein rechts ist gestreckt. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch einer. Und langsam lass das Bein hier über der Matte. Rollst du dich nach unten ab. Legst das Bein mit geflextem Fuß ab. Einatmen, ausatmen, komm nach oben in Crunch und die Arme ziehen an den Oberschenkeln vorbei. Und wieder zurück. Und wieder hoch. Und zurück. Und. Denk an den fest geschlossenen Brustkorb. Die rechte Ferse schiebt nach vorne. Hoch und tief. Hoch. Und tief. Zwischen Kinn und Brust, Abstand, eine Faust. Und noch zweimal. Einer noch. Halte. Mach kleine Bewegungen mit dem Arm Richtung Boden. Noch 4. 3. 2. Komm wieder zurück mit den Armen. Jetzt hebst du das linke Bein mit an in eine Tabletop-Position. Gleiche Übung nochmal. Du gehst hoch, ausatmen, einatmen, tief. Und. Und wieder. Noch 4. Noch 3. Noch 2, zieh den Bauch fest nach innen. Halte oben, halte. Wenn du magst, löst das gestreckte Bein jetzt auch noch von der Matte. Halte. Und wieder kleine Bewegung mit den Armen gleichzeitig Richtung Boden. Noch 4, noch 3, noch 2
und langsam alles abstellen, legen bzw. rechtes Bein ranholen und tief durchatmen. Du kommst wieder in deine Ausgangsposition, in die Beckenschaukel. In der nächsten Ausatmung rollst du wieder nach oben auf. Halte hier oben. Den rechten Fuß jetzt fest in die Matte schieben, linkes Bein über der Matte lang strecken. Du gehst mit gepolstertem Fuß hoch und mit geflextem Fuß tief. Hoch und tief. Nimm die Arme nach hinten über den Kopf. Hoch, gepolstert, tief, geflext. Und hoch und tief. Die Arme gehen wieder mit. Hoch und tief. Hoch und tief. Rechtes Knie schiebt nach vorn. Oh, hoch und tief. Lass den Po schön weit oben. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch eine. Achtung, das Bein über der Matte halten. Langsam nach unten abrollen, Bein ablegen und einatmen, ausatmen, krumm nach oben, zieh neben die Oberschenkel mit den Armen und wieder tief und tief und wieder zurück, fester Bauch, noch vier, drei, noch zwei. Dann hältst du wieder oben. Kleine Bewegung mit viel Spannung in den Armen. Komm, noch vier, noch drei, noch zwei und wieder zurück. Bein in eine Tabletop-Position rechts und linke Ferse schiebt nach vorne raus. Komm, und wieder hoch und tief. Hoch, tief. Atmen. Noch vier, noch drei, noch zwei und wieder oben halten. Wenn du möchtest, das gestreckte Bein auch noch lösen von der Matte. Oh, komm, wieder die Hackbewegung. Hacken, hacken, hacken. Noch vier, noch drei, noch zwei und stopp. Halte die Beine so, wie sie sind. Jetzt fasst du hier direkt Füße pointen, ziehst das Knie ran und wechselst und kommst direkt in den Single Leg Stretch. Oh, ziehen, ziehen, ranziehen das Knie, das andere Bein strecken, heb den Oberkörper hoch raus, komm. Sehr gut, komm. Dranbleiben. Noch acht. Sieben, zieh das Knie ran. Wie viel haben wir denn? Vier, ne? Drei. Zwei. Und noch eine. Und Knie fassen, langsam abrollen und mal den Kopf rechts, links drehen, Nacken entlasten, entspannen. Dann setzt du nacheinander die Füße auf, streckst die Beine lang. Flexe deine Füße, die Arme gehen zur Decke, die Handflächen zeigen nach vorne. Du atmest tief ein, beim Ausatmen kommst ein Stückchen nach oben, so ein Half-Roll-Up und Viertel-Roll-Up erstmal. Dann die Arme über den Kopf einatmen, ausatmen und wieder zurück. Und fester Bauch, jedes Mal ein Stückchen höher, komm. Und nochmal. Immer höher. Jetzt kommst du ganz nach oben, tauchst zwischen den Armen durch und rollst dich langsam wieder nach hinten ab. Noch zweimal einatmen, ausatmen, hoch. Zwischen den Armen durchtauchen und wieder abrollen. Letztes Mal, dann bleibst du oben, einatmen, ausatmen.
nochmal nach oben, zwischen den Armen durchtauchen. Fass deine Fußspitzen oder hier an den Fesseln und zieh dich nochmal lang raus. Ganz runder Rücken. Tief atmen. Und dann langsam lösen. Und dann kommst du nach vorne zu Rolling Like a Ball. Fasst hier außen deine Füße wie ein V geformt, die Fersen aneinander und dann hebst du erstmal die Beine an. Bleib hier ganz eng mit den Fersen an deinem Gesäß, schau zwischen deinen Beinen durch, ganz klein machen, rund werden und du schaukelst einfach nur mal vor und zurück. Und wenn du soweit bist, beim Einatmen zurückrollen und beim Ausatmen hoch, Füße in der Luft. Einatmen, aus. Einatmen und aus. Sehr gut, rollen und rollen. Noch vier, ganz eng und klein. Noch drei, noch zwei, noch ein. Dann landest du wieder in der Luft, hältst hier, kommst mit den Händen an die Rückseite, Oberschenkel und richtest dich auf und jetzt hebst du dein Brustbein. Beine in eine Tabletop-Position, die Füße gepointet und ganz stolze Haltung. Löse deine Hände, wenn du kannst, und halte diese Position. Halte. Ganz stolze Haltung. Vier, drei, zwei, Füße aufsetzen, Hände abstützen und du schiebst dich nach oben auf deine Fußsohle. Dann, du kannst gerne so bleiben, kommst du auf deine Fußspitzen. Schön eng geschlossen alles, Füße eng aneinander und dann richtest du dich nach oben auf. Wackelig, ich weiß, auf den Fußspitzen. Knie ganz eng geschlossen. Nimm deine Hände auf deine Schultern. Halte die Balance. Richte dich auf. Atme ein und komm in einen Spine Twist. Nach rechts. Atme ein, atme aus nach links. Und einatmen und. Wenn es gar nicht geht, komm in den Kniestand. Und nochmal. Achte darauf, dass die Knie gleichermaßen nach vorne zeigen, sich nicht verschieben. Ausatmen. Jede Seite noch zweimal. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und nochmal. Letzte Runde. Und nochmal links. Das gibt eure Lieblingsübung. Löse, setze die Hände auf, Fußsohlen absetzen, ganz langsam Steißbein zur Decke, streck die Beine durch. Nochmal eine Dehnung für die Rückseite deiner Beine, deine Nase mit zu deinen Knie, durchatmen. Dann die Knie etwas anbeugen. Du kommst ganz langsam nach oben aufgerollt. Schön langsam. Zuletzt die Schultern in den Kopf und Schultern zurückbringen. Die Füße noch mal etwas weiter öffnen und die Beine lockern. Hat es geklappt mit dem Spine Twist? Ja. Und im Wechsel nochmal. Ganz locker hier. Kreis nochmal mit der Schulter im Wechsel nach hinten, während du die Beine auslockerst. Okay, und nochmal mit den Händen hier vorne fassen. Zieh deine Schulterblätter auseinander. Im Wechsel ein Schulterblatt etwas weiter nach vorne ziehen. Atmen. Und nochmal beide Schulterblätter gleichzeitig ganz weit auseinanderziehen. Dich rund im oberen Rücken. Richte dich nochmal auf, bring deine Arme nochmal nach oben. Dreh mit den Handflächen zur Decke.
Schultern nochmal tief ziehen, Bauch rein und dann neigst du dich nochmal nach rechts. Und einatmen, ausatmen, neige dich nach links. Und nochmal nach rechts. Und nach links. Komm wieder zurück, löse deine Hände, bring sie hinter das Gesäß, zieh dich hier nochmal lang, den Nacken ganz lang ziehen, Kinn zum Kehlkopf. Wenn du magst, kannst du die Arme noch so ein Stück wegbringen vom Gesäß. Halte nochmal die Dehnung hier in der Brust. Atme. Und langsam lösen. Nochmal hier auslockern die Arme, alles. Atme nochmal ganz tief durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und nochmal. Zweimal. Letztes Mal. Und lösen. Das war's für heute Abend. Ich bedanke mich wie immer bei dir, dass du dabei warst. Wünsche dir noch einen guten Wochenstart, auch wenn der erste Tag schon rum ist. Es sei denn, du zählst den Sonntag mit, dann wäre es der zweite. Okay. Und ansonsten eine gute Woche. Komm gut durch die stürmische Zeit, die auf uns zukommt. Halt dich gut fest, dass es dich nicht wegbläst. Und einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Und die Manu ist vielleicht auch wach. Ach, die Petra war auch müde, sehe ich gerade. Aber jetzt seid ihr alle wieder wach. Angestrengt wach irgendwie. Ja, gerne, liebe Sonja. Auch vielen Dank für euch, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Und ich freue mich auf das nächste Mal und sage Tschüss und gute Nacht. Was heißt gute Nacht? Also schönen Abend erstmal noch und dann gute Nacht. Ne? Schlaf gut. Petra, gut. Alles klar. Ciao, ciao.